Du machst ja auch Musik als Franz Wenzel. Da habe ich auch so eine witzige Aktion gefunden. Eigentlich ist es, glaube ich, nicht aktuell, also keine aktuelle Aktion, aber es ist jetzt wieder so aktuell, weil ja jetzt ständig in den Medien diese Diskussion kommt, dass sich Künstler, dass Künstler um ihr Geld bangen wegen illegalen Downloads und diese Geschichten. Und da hast du mal eine Aktion gehabt, dass man eine CD von dir nicht kaufen, sondern sich ertauschen konnte. Genau. Kannst du ein bisschen was erzählen noch zu der Aktion, weil die finde ich ganz witzig. Wann war das ungefähr? Also das war so circa 2003, glaube ich. 2003 oder 2004. Und das war halt eine CD mit vier sehr länglichen Stücken zum Thema Geld. Das hat geheißen, der Money Tapes. Und alle vier Stücke haben das zum Thema gehabt. Also die Musik war so ein bisschen krautrockig, kann man vielleicht sagen. Elektronisch mit leichten Noise-Anteilen. Und das war jetzt in diesem Stadium meiner Karriere, habe ich von den einzelnen Tonträgern nicht sehr viele verkauft, sondern das war halt irgendwie so, dass man halt überlegt habe, naja, die 20 CDs, die ich jetzt im Freundeskreis vielleicht absetzen kann, auf das kann ich gleich verzichten, dass wir da meine Spesseln wieder die CDs so kaufen müssen, sondern da mache ich gleich ganz was anderes und tue es halt irgendwie so tauschen. Und das waren dann, ich glaube, ich habe 200 Geschenke oder so gekriegt. Viele Wirklich? unbrauchbar, weil halt komisch. Dabei hattest du eh die Schuhgröße angegeben und deine Ja, T-Shirt-Größe und deine Lieblingschips. das stimmt, ja. Aber es sind dann trotzdem wieder irgendwie so, manche haben mich dann einfach entrümpelt. Und ich habe natürlich so originelle Sachen gekriegt, irgendwelche Hauben, die man dann nicht wirklich aufsetzt. Oder was? Hauben waren viel dabei, ich glaube, fünf verschiedene Hauben, eine habe ich dann so aufgesetzt. Und solche Sachen. Und ja, irgendwie hat mir das dann mehr gebracht. Also die ganze Aktion ist dann. Also wenn du dann irgendwie sowas machst und es gibt irgendeinen Vertrieb, der es irgendwo mal in zwei Geschäfte stellt und dann ist es eh schon wieder weg. Also das war schon ganz nett. Und jetzt ist erst vor kurzem habe ich jetzt gerade die Stücke von der CD, ist werden jetzt als Soundtrack verwendet für einen Film über den Helmut Zehetaler, den Zetteldichter. Da habe ich mich eigentlich sehr gefreut, weil ich so eine CD, auf die ich immer noch recht stolz bin eigentlich. Und dass das da jetzt wieder verwendet wird, finde ich ganz super. Parallel zum Auspuffreg gibt es dann ja noch die Band Kreisky. Aber ich habe mir jetzt mal zum neuen Album ein paar Kritiken angesehen. Und da wird immer wieder so die Grantigkeit und Wut und sowas betont. Und zwar, und das gibt es glaube ich nur in Österreich, immer nur als Kompliment. Und also da waren so Ausdrücke wie wütender Krach und Zornpegel im roten Bereich und fast dahingerotzte Texte. Also ich glaube, in Deutschland würden das jetzt wenige Musiker vielleicht als Kompliment empfinden, aber irgendwie in Österreich ist ja alles anders. Aber du wirkst jetzt eigentlich sehr relaxed und gemütlich. Warum machst du solche Musik? Ja, so zornig ist sie eigentlich gar nicht. Wie wir so angefangen haben, da habe ich überlegt, was ist natürlich was machbar, worauf hat man Lust und irgendwie war das halt auch so eine Zeit, wo halt irgendwie die ganze deutschsprachige Rockmusik schon ein bisschen so dahingefadelt hat, für unseren Geschmack. Also halt irgendwie so ist sehr betulich und auch so vom ganzen Klangbild, die Stimme sehr laut gemischt, damit man den Text gut versteht, die Musik eigentlich eher beiläufig und wir wollten halt irgendwie einen härteren Sound haben. Und textlich ist das gar nicht immer so bösartig. Das ist halt irgendwie also das narrative Konzept, das wir bei Kreisky meistens haben, ist ja das der unglaubwürdige Erzähler wahrscheinlich. Also halt irgendwie so jemand, der halt auf irgendwas schimpft zum Beispiel oder über irgendwas erzählt und dabei eigentlich mehr über sich preisgibt, denn über die Sache, über die er da erzählt oder von der er singt. Und das ist halt da. Ja, passt es halt einfach gut dazu, halt so schimpfen, weil es immer ganz, ganz erstaunlich ist, worüber eigentlich Leute schimpfen. Also das interessiert uns halt einfach. Und an sich physisch, also ich finde es dann gar nicht so bösartig eigentlich. Aber natürlich, das war halt auch irgendwie, am Anfang haben wir das natürlich nur selbst da sehr stark herausgestrichen, weil es halt auch unser Alleinstellungsmerkmal war. Mittlerweile ist es eigentlich so, dass so Zorn und Wut eigentlich was ist, was in der aktuellen deutschsprachigen Rockmusik wieder sehr stark kommt. Also da hat es in den letzten 5 Jahren hat's halt auch viele Bands eigentlich rausgerissen. Also auch in Deutschland gibt es einige Bands und ist da durchaus ein Thema in den Feuilletons. Und jetzt passt es für uns eigentlich wieder mit dem Grant und wir wollen nicht eher schauen. Also wir wollen schon unsere Dringlichkeit bewahren, aber eigentlich wollen wir wieder mehr als musikalische Bänder angesehen werden und halt irgendwie ein bisschen. Eben gar nicht irgendwie so, wir schauen ja auf der nächsten Platten eher, dass man
dass das jetzt nicht so missverstanden wird, dass jetzt irgendwie der Ausdruck einer Generation, wo man schwer tut, dass ich da irgendwas drüber sage, oder halt ein Sound zur Zeit, der halt irgendwie auf Finanzkrise und so, solche Sachen eingeht oder so, weil das sehen wir uns nicht so raus, sondern halt irgendwie so ist Musik wird als Kunstrichtung eigentlich, also dass eine gewisse Künstlichkeit erkennbar ist und kompositorischer Wille oder solche Sachen, also ein bisschen musikinterner uns wieder positionieren. Das habe ich eh irgendwo gelesen, dass dich das ja eh ein bisschen nervt, dass alle immer so auf deinen Texten, deinen, euren, das wäre vielleicht die nächste Frage, auf den Texten herumreiten und es irgendwie dir manchmal zu wenig um die Musik geht. Ja, schon, weil man oft das Gefühl hat, irgendwie so, dass dann geht, dass es ganze Rezensionen gibt, die zur Gänze eigentlich nur den Text behandeln. Und das ist jetzt natürlich nicht so wichtig, weil wenn es nur um den Text ginge, dann würde ich halt ein Textbuch schreiben. Aber das Wichtige ist ja eigentlich so die Musik und es entsteht einmal zuerst die Musik und oft ist da halt dann irgendwie, dass man halt dann schaut, was für Worte passen irgendwie zu dem Gefühl, das durch die Musik rüberkommt. Und das ist dann schon natürlich das Wichtigere. Mhm. Es ist halt, ja, gerade wenn man halt natürlich die Texte versteht, wie es halt so ist bei deutschsprachiger Musik, wird das dann viel wichtiger genommen und steht halt dann oft so zentral. Das ist oft nicht so, gar nicht so wichtig. Ja, ich stelle jetzt trotzdem noch eine letzte Frage zum Text, aber nur die, wie viel Prozent des Textes sind denn wirklich von dir? Weil du ja eigentlich Autor, Schriftsteller bist, könnte man ja annehmen, dass du auch die Texte schreibst. Sind die wirklich alle von dir allein? Die Texte sind alle von mir, ja genau. Mhm. Also wir haben da sehr, sehr strenge Gewaltentrennung, was immer ganz wichtig ist. Also der Klaus zum Beispiel, der Schlagzeuger, ist neben seinem Schlagzeugspielen noch für die ganze Grafik und optische Erscheinung zuständig. Ich bin nicht für die Texte zuständig und das ist dann immer ganz, ganz gut, wenn jeder seine Bereiche hat. Ja, und du hast es gerade schon mal angeschnitten, aber wie ist denn so der Weg von, egal ob jetzt bei Kreisky oder bei einem Austrofred-Ding, wirklich von der ersten Idee bis das Teil dann auf CD gebrannt wird? Das ist natürlich bei allen Dingen verschieden, auf jeden Fall. Aber man hat ja dann irgendwie so nach einigen Jahren hat man dann so Prinzipien oder Muster, nach denen man arbeitet. Und bei mir ist es auf jeden Fall so, dass mir die Ideen eigentlich relativ schnell kommen. Und also manche notiere ich dann und manche mache ich vielleicht auch gleich was. Und da ist es halt immer so, versuche ich immer den Eindruck zu erwecken oder so, dass halt irgendwie so die Idee schnell umgesetzt wird. Und ich bin aber dann sehr penibel im Ausarbeiten. Also es soll dann irgendwie schon so, halt so wirken wie ein Gedanke, der schnell gekommen ist und irgendwie beim Lied irgendwie so eher so hingerotzt, spontan. Oder beim Text halt, wie halt ein Blödsinn, der einem schnell eingefallen ist, was natürlich ja in beiden Fällen ist, aber damit das dann trotzdem halt dann noch gut wird, muss man ja so lange dran feilen, dass man halt, dass das der Eindruck eigentlich weg wäre. Und dann den Eindruck quasi wieder herzubringen, ist dann oft sehr schwierig. Also es ist dann eigentlich so ein Hyperrealismus, wo man halt dann wieder Sachen halt noch spontaner quasi wieder macht, das dann letztendlich Sinn. Aber also ich bin ein sehr genauer Ausfeiler und also beim Text oder bei so einem Austrofred-Buch, das ist dann fertig und eigentlich ein halbes Jahr überarbeite immer noch den fertigen Text, bis das halt dann wirklich irgendwie so, wo die halt dann eher so komisch hingeklotzt wirken, ist es dann schon so, dass da wirklich auch jedes Wort dann für mich selber stimmen muss und dass ich halt dann manche Worte hin und her schiebe über Monate. Ja. Das passiert schon, ja. Aber das ist halt, also das ist halt irgendwie, wie gesagt, das Wichtigste ist irgendwie so, dass grundsätzlich in so einem Ding immer halt die Spontanität drinnen ist und halt irgendwie so eine frische Idee, die halt irgendwie so stark ist und halt aber auch, dass genau ausgearbeitet ist. Ein anderes Beispiel ist ein Freund von mir aus München, der hat zum Beispiel die Theorie, die das Ganze widerspiegelt auf einer anderen Ebene. Der sagt, in einer guten Rockband braucht man immer ein paar Leute, die ihr Instrument sehr gut spielen können und ein paar, die es überhaupt nicht können. Das ist quasi so derselbe Mix. Also die anbringen halt irgendwie so das Musikalische und das Technische und das andere ist halt irgendwie so das Frische und die frische Idee und die Originalität. Und das ist halt irgendwie so der Mix, den man irgendwie erzeugen sollte. Warum habt ihr euch entschieden, auf Deutsch zu singen? Weil du hast ja Englisch studiert. Hm. Könnte man ja denken, warum nutzt du das nicht, dass du so super Englisch kannst, um vielleicht international größere Chancen zu haben? Eigentlich ist es ja schon mal so, dass ich gar nicht so gut Englisch kann und dass ich ja schon länger auf Deutsch Lieder spiele, als ich studiert habe. Also, genau. Okay. Und dann war es ja halt so, irgendwie, dass ich mich halt auf Deutsch kann man es irgendwie viel besser ausdrücken mit Max Gold.
das mal so beschrieben, dass Leute, die quasi deutschsprachige Leute, die auf Englisch singen, die singen eigentlich wie wenn man Sachen durch Milchglas sieht. Man sieht es eigentlich gar nicht so wirklich, man sieht also die Umrisse. Und das ist mir dann irgendwie so zu wenig, nachdem ja die Texte wichtig sind. Und, und wenn man schon irgendwie Texte macht zur Musik, dann sollten sie halt irgendwie so nach meinem eigenen Empfinden halt gut sein, oder so, dass ich es halt gut finde. Dann muss ich halt irgendwie auch in einer Sprache arbeiten, wo ich dann das Gefühl habe, das sitzt jetzt genau dort, da verstehe ich irgendwie so alle Bedeutungen, die das Wort halt hat und die es halt so also haben kann. Und wie man das, dass ich halt die Lesarten alle verstehe. Und das ist halt auf Englisch eigentlich nicht wirklich der Fall, sondern da bleibt man halt dann immer irgendwie an der Oberfläche. Ich kenne das so ein bisschen, wenn man dann ins Ausland kommt, nach England zum Beispiel, und ein paar Tage mit einer Gruppe verbringt, dann ist es am ersten Tag so, heißt es, hey, you're from Vienna, und man kann halt irgendwie noch ein paar Gags machen, aber irgendwie nach dem dritten Tag kommt man eigentlich drauf, dass man sich gar nicht so gut mit den Leuten unterhalten kann, weil auch wenn man jetzt passables Englisch hat, ist immer noch zu wenig, als dass man irgendwie so, dass man halt irgendwie so reden kann mit Feinheiten oder so. Vom Smalltalk kommt man nicht so richtig weg. Nein, man kommt eigentlich vom Smalltalk nicht weg, weil es einfach so schwierig ist. Und wenn man dann meistens dann irgendwie so in Gesprächen, dann lässt das Vokabular noch und dann sind dann meistens, sagt man so Sachen, wo halt geil und crazy und solche Sachen vorkommen. Das ist irgendwie diese ganz schreckliche Dialoge eigentlich. Ja. Immer. Und darum ist für mich eigentlich so auf Deutsch ja schon Pflicht eigentlich, ihr könnt es nicht anders. Ich frage jetzt mal ganz provokant, warum hast du dir das Studium nicht gespart? Weil ich meine, das ging ja da eh schon mit der Musik recht gut. Da hättest du ja auch, und ne, ich meine, aufstrebende Karriere, da hättest du ja die Mühe sparen können. Ja, das stimmt, aber ich habe ja nicht Englisch studiert, weil ich es vorher so gut können habe, sondern weil das war, was ich am schlechtesten können habe. Da habe ich die schlechtesten Noten gehabt in der Schule, das heißt, ich habe es eigentlich aus Ausgleich studiert. Und Publizistik hast du auch noch studiert, gell? Willkommen. Also, Publizistik habe ich auch studiert, genau. Da war mal was. Da war was, ja genau. War ja gar nicht so interessant eigentlich.